Oh ja, mein kleiner Freund. Die Sonne scheißt, die Fische beißen wie die Fische. Du musst zugeben, das ist ein ganz wundervolles... Ich hab sie verloren, Leute. Meine tolle Sau. Ich würde ja gerne noch ein bisschen plaudern, Funky, aber ich muss los. Du hast gebrüllt, Bubbles? Kannst du mir das vielleicht erklären? Hallo? Aber ja, das ist... Marcel Davis. Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Ich stelle deinen Körper den Wissenschaftlern zur Verfügung. Du bist beschäftigt. Ich finde den Weg schon alleine raus. Das reicht, Blaster. Du weißt doch, dass Funky meine Freundin ist. Donkey Kong, was machst du denn da? Ich hab doch hinter meinem Rücken rumgekuschelt. Weil Blaster mir endlich einen Hals geben will. Und was ist mit dir, Blaster? Naja, ich glaube, ich komme später wieder. Funky, du musst mir helfen. Kennen wir uns, mein Alter? Verficken dich, Funky. Oh nein, mein Flugzeug! Entschuldige, hab ich ganz vergessen. Nein! Ich würde ja gerne noch ein bisschen plaudern, Funky, aber ich muss los. Hey, Donkey, was machst du denn hier? Gar nichts. Ehrlich, ich hab nur... Hey, warte mal! Verficken dich! Heute Abend ist ja nur das alljährliche zukünftige Herrscher von Kongo-Bongo-Bongo-Kongo-Barbecue-Bananen-Dinner, bei dem du der Unbedeutende sein solltest, nichts weiter. Oh. Sag mir, warum sind alle anderen dick und dumm? Oh! Ich bin es, Eddie, der Schutzengel Yeti. Na, dann verficken dich, Eddie, den scheiß Yeti. Du hast zu viele Schneebälle an den Kopf bekommen. Ich zeig dir, was anders ist. Nein! Du kannst dich verficken. Wow!